Eine Gondelfahrt über den Canal Grande. Das gehört für viele Touristen zu Venedig, wie etwa der Karneval. Doch seit dem tödlichen Unglück im August, bei dem ein Münchner Professor ums Leben kam, verzichten viele Besucher lieber auf das romantische Fortbewegungsmittel. Diesem Ehepaar aus Deutschland etwa war es zu unsicher. Und so gut wie jeder Gast der weltberühmten italienischen Lagunenstadt macht sich seine Gedanken. Mit so einer Gondel zu fahren ist sehr nett, aber das muss sicherer werden. Mehr Leute müssen den Verkehr beaufsichtigen. Viele hier sehen den tödlichen Zusammenstoß einer Gondel mit einem Fährschiff als tragischen Einzelfall. Zwischen den Gondoliere und den Besatzungen der venezianischen Motorschiffe herrscht böses Blut. Venedigs Bürgermeister Giorgio Orsoni hat einen 26-Punkte-Plan vorgelegt, um den Verkehr auf dem Kanal zu regulieren. Gondeln, die Vaporetti getauften Wassertaxis, Motorboote. 3000 Fahrzeuge sind im Schnitt pro Tag hier unterwegs, manchmal sogar 4000. Der Bürgermeister will weniger Fähren und Privatboote auf den Canal Grande lassen und Gondelfahrten zur morgendlichen Stoßzeit verbieten. Andere wollen die wohl berühmteste Wasserstraße der Welt sogar ganz dicht machen.